mehr Daten, mehr Einsichten, mehr Ergebnisse, besserer Output für die Gesamtgesellschaft. Aber das muss halt gehandhabt werden. Und dieses Wachstum muss man erstmal in den Griff bekommen. Ist wissenschaftliches Arbeiten ohne dezidiertes Forschungsdatenmanagement heute überhaupt noch möglich? Und welche Rollen spielen Infrastrukturen dabei? Das klären wir heute, das und anderes klären wir heute mit meinen beiden KollegInnen, Barbara Götz und Konrad Förstner. Barbara ist Mikrobiologin, sie promoviert gerade auch und sie ist Projektmanagerin bei NFDI for Microbiota. Und Konrad ist Bioinformatiker, Professor an der TH Köln und leitet das Projekt. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Danke für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Also, fangen wir doch mal an bei der Geschichte. Wie bist du, Barbara, als Mikrobiologin mit dem Thema Forschungsdatenmanagement überhaupt konfrontiert worden? Ja, also ich habe 2017 angefangen mit meiner Promotion, Ende 2017. Und da habe ich so ein bisschen mitgekriegt, dass die DFG so die guten wissenschaftlichen Praxis ein bisschen genauer definiert hat. Ich glaube auch ein Paper dazu veröffentlicht hat, wie genau das vonstatten gehen soll. Und die Universitäten mussten sich dem, glaube ich, auch verpflichten, wenn sie Forschungsgelder von der DFG bekommen. Und da habe ich das so am Rande mal mitgekriegt. Aber dann ist es ja so im Rahmen der Promotion, wenn man viel im Labor ist und Versuche planen muss, Literaturrecherche machen muss, dann sind das so viele Sachen. Man hat ja auch so Projektmanagementaufgaben manchmal noch dabei. Dann kriegt man nicht alles mit. Und dann war das ja auch eher so eine kleinere Bewegung, noch nicht so viel. Ja, deswegen habe ich im Forschungsdatenmanagement als den Begriff gar nicht so richtig mitbekommen. Aber gute wissenschaftliche Praxis natürlich Daten reproduzierbar machen, also Daten erheben, die reproduzierbar sind und dann zu veröffentlichen, ist ja ein Standard in der Wissenschaft. Aber der Begriff Forschungsdatenmanagement war mir in der Zeit gar nicht so bewusst. Und wieso ist Forschungsdatenmanagement so ein wichtiges Thema geworden? Weil einfach erkannt wurde, dass Daten einen wichtigen oder eigentlich einen Schatz darstellen. Und dass durch gutes Forschungsdatenmanagement dieser Return of Investment, also dieses, den Output, den man mit gewonnenen Daten generieren kann, einfach weiter erhöhen kann. Das heißt, wenn man Forschung betreibt, dann macht man das sicher mit einem bestimmten Ziel. Aber diese Daten, die können ja auch von anderen Leuten nachgenutzt werden, um noch was draufzusatteln, um Sachen zu vergleichen. Und natürlich auch das vorhin schon angesprochene Reproduzierbare ist genauso wichtig. Ich muss ja, um die Qualität von Daten hochzuhalten, muss ich die gut handhaben, damit dann andere Leute das auch reproduzieren können und zu den gleichen Schlüssen kommen, wie ich sie habe. Das heißt, wir haben einerseits diese Kernidee, ich brauche das, um meine Forschung gut zu machen, aber ich ermögliche auch anderen, diese Daten in einem anderen Kontext nachzunutzen und damit den Mehrwert zu erhöhen. Und gibt es jetzt mehr Daten, mehr Forschungsdaten als früher? Ja, auf jeden Fall. Das ist wie wahrscheinlich in allen Feldern, explodieren eigentlich die Daten, die Mengen. Das ist ganz, ganz überall zu sehen. Die Möglichkeiten in der Mikrobiologie werden unter anderem durch die sogenannten Omics-Daten entsprechend erhöht. Das heißt, solche Hochdurchsatz-Sequenzierdaten oder Proteomics, Metabolomics und andere Hochdurchsatzverfahren sorgen einfach dafür, dass die Datenmengen sehr, sehr stark ansteigen, exponentiell. Und das ist erstmal schön, das ist gut. Ja? Das heißt, mehr Daten, mehr Einsichten, mehr Ergebnisse, besserer Output für die Gesamtgesellschaft. Aber das muss halt gehandhabt werden. Und dieses Wachstum muss man erstmal in den Griff bekommen. Und wie kommt jetzt NFDI ins Spiel in diesem Kontext? Vielleicht erzählst du mal, wie es zu dem Projekt gekommen ist. Ja, das ist ein bisschen längere Historie in einer gewissen Weise. Geht auf ein Paper zurück, was der Rat für Informationsinfrastrukturen geschrieben hat, wo letztendlich die nationale Forschungsdateninfrastruktur NFDI empfohlen wurde, mit dem Ziel, für ganz Deutschland, für das komplette Wissenschaftssystem eine Lösung für Forschungsdaten entsprechend zu etablieren. Und daraufhin haben sich verschiedene Konsortien zusammengestellt, die verschiedene Forschungscommunities darstellen, immer mit dem Sinn, eine einheitliche NFDI zu bauen. Das ist auch immer weiter der Anspruch davon, dieses Schlagwort One NFDI, also eine NFDI, nicht verschiedene Silos für verschiedene Communities, sondern eigentlich eine Lösung für alle. Das ist erstmal ein Riesenanspruch, muss man ganz klar sagen.
Aber aus diesem Paper hat sich dieses ganze Movement entwickelt. Es gab dann noch das Funding dafür und über verschiedene oder mehrere, also drei genau, Runden wurden dann die entsprechenden Konsortien ausgewählt, die sich an der NFDI beteiligen können. Und wir als NFDI von Microvoter haben uns dann auch entsprechend dort beteiligt und sind in der zweiten Runde dann gefördert worden. Du hast jetzt schon viel gesagt und die Mission klang da auch schon so durch. Aber jetzt frage ich mal Barbara als Projektmanagerin, was ist für dich so die Hauptmission von dem Projekt? Ja, also NFDI for Microbiota möchte natürlich einen gewissen kulturellen Wandel hervorrufen, eben dass WissenschaftlerInnen dass sie einfach wissen, dass Forschungsdatenmanagement essentiell wichtig ist für die Forschung, für die Veröffentlichung und für die ganze Wissenschaftslandschaft. Und deswegen ist halt die Mission von NFDI for Microbiota, dass wir halt so eine zentrale Vermittlungsstelle oder Anlaufstelle sind für alle MikrobiologInnen. Mhm. Und dort die Informationen zu finden, die Tools zu finden, Training zu finden, dass sie alles an die Hand bekommen, um mit ihren Forschungsdaten korrekt umzugehen. Und das ist sehr wichtig, weil die DFG jetzt Anfang 2022 die Richtlinie etwas geändert hat für neue Projektanträge. Und müssen die AntragstellerInnen einen Forschungsdatenmanagementplan bzw. ein bisschen erklären, was für Daten sie erheben, wie die Datensätze sind, wie ist die Qualität, wo sollen die abgelegt werden, werden die veröffentlicht und so weiter und so fort. Deswegen ist es essentiell wichtig für grundsätzlich alle WissenschaftlerInnen, dass sie wissen, wie sie mit ihren Daten umgehen müssen. Und was hat dich jetzt konkret motiviert, da mitzumachen bei dem Projekt? Ja, also ich finde es spannend. Als Projektmanagerin hat man ja den großen Überblick. Man muss mit vielen Leuten interagieren. Wir sind ein Konsortium mit 10 Partnerinstitutionen. Und das ist sehr spannend. Also mir macht das Spaß. Ich bin sehr gern kommunikativ. Und ich lerne ja natürlich auch sehr viel dazu, weil ich eben vorher auch nicht so viel Erfahrung mit dem Thema hatte, lerne ich jetzt unglaublich viel. Also es ist auch ein Benefit für mich persönlich. Aber es ist halt auch einfach spannend. Die ganze Community in der NFDI ist sehr gut vernetzt. Wir arbeiten sehr gut mit den anderen Konsortien zusammen. Es macht wirklich sehr viel Spaß. Das klingt jetzt alles so einfach, aber es gibt ganz bestimmt auch Hürden. Es gibt ganz bestimmt auch Hürden, die es zu überwinden gibt. Konrad, was fällt dir da als erstes ein? Es gibt sehr, sehr viele Hürden. Die schiere Größe von der NFDI ist natürlich ein Punkt. Und Barbara hat das gerade so schön erzählt. Auch, ja, man interagiert mit den anderen Konsortien. Das ist aber erstmal ein riesiger Kommunikationsaufwand. Aber es ist halt auch mit diesem höheren Ziel, diese One NFDI aufzubauen. Aber die Hürden sind ganz unterschiedliche Natur. Natürlich muss man das Technische betrachten, wir müssen hier neue Standards auch etablieren, aber ich glaube, das Wichtigste ist oder das Kritischste ist weiterhin, die Community zu erreichen. Denn Barbara hat das auch schon angedeutet, als Forschender ist das nicht das primäre Interesse, jetzt irgendwie sich mit Forschungsdatenmanagement auseinanderzusetzen. Das ist total okay, das ist normal. Man will Paper schreiben, man will irgendwie Ergebnisse haben und nicht jetzt irgendwie sich hinsetzen und gucken, wo man seine Daten hinstellen muss. Und dieses Bewusstsein zu schaffen, dass das doch Teil dessen ist mittlerweile und dass das wichtig ist und dass das auch gute wissenschaftliche Praxis erst ermöglicht und diese Nachnutzung, das ist tatsächlich ein Prozess, den wir versuchen anzustoßen, gemeinsam mit der ganzen NFDI, denn andere Forschungsbereiche haben das ganz genauso. Und dieses Awareness Building, wie man das heutzutage nennt, oder einfach Bewusstseinsschaffung und einfach einen Blick für diese Wichtigkeit zu generieren, das ist, glaube ich, das A und O. Und alles andere ergibt sich dann mehr oder minder von alleine. Welche Rolle spielen dann Data Stewards in dem Kontext? Ja, Data Stewards ist auch eine Rolle, die viele Leute noch gar nicht kennen. Das ist auch sowas, ich habe kürzlich einen Vortrag gehalten und da habe mal gefragt, wer weiß denn, was ein Data Steward ist? Und das war sehr, sehr gering. Das ist natürlich in unserer NFDI-Bubble ist das ein Begriff, der steht und der auch sehr viel eingesetzt wird und wo halt auch innerhalb von NFDI solche Personen und solche Rollen etabliert werden. Aber Data Stewards, die dafür da sind, dieses Datenhandling zu betreiben, aber eben auch das mit den Leuten zu diskutieren, warum und was genau, das ist eine Kernrolle, die etabliert wurde und auch erstmal Fuß fassen muss in diesen Gemeinschaften. Das heißt, Data Stewards haben die Rolle des eigenen Datenmanagements, aber auch dieses Bewusstsein bilden, diese Beratungsfunktion und alles sowas fließt damit rein. Und wie ist jetzt deine Warnung, wenn du mal so einen Realitätscheck machst? Also wo stehen wir jetzt gerade?
Ich glaube, wir stehen noch sehr am Anfang, weil also das Bewusstsein, glaube ich, immer noch nicht so da ist. Ich bin natürlich jetzt ungefähr ein bisschen über ein Jahr aus meiner alten Arbeitsgruppe raus, aber wir waren auch eine sehr kleine Arbeitsgruppe. Und ich glaube, das Bewusstsein kommt vor allen Dingen auch in so kleineren Arbeitsgruppen langsam erst auf. Und das ist etwas, was wir noch angehen müssen, weil wir viele Leute in verschiedenen Bereichen adressieren müssen. Also ich glaube zum Beispiel den Sequenzierungsdaten, die Leute wissen schon relativ gut Bescheid, wie es funktioniert. Da gibt es natürlich aber auch immer noch die Möglichkeit, gewisse Standards zu etablieren und zu verfestigen und das einheitlich zu machen. Aber halt zum Beispiel, ich hatte ein Projekt, diese Daten kommen eigentlich nicht wirklich in eine Datenbank. Das sind sehr kleine Datensätze. Und wenn man das international betrachtet, dann ist ja auch nicht immer die Möglichkeit, diese Daten so nach einem gewissen Standard immer zu erheben und dann zu veröffentlichen. Da gibt es halt auch noch gar nicht so viel in dem Bereich, wo ich jetzt gearbeitet habe. Ja, und deswegen denke ich, da ist noch sehr viel, wo wir dran arbeiten müssen und wo wir die Leute informieren müssen, gewinnen müssen und dann dieses Hub zu haben, wo die Leute einfach drauf zugreifen können. Und das ist natürlich auch wichtig, dass wir die jetzt sehr früh die WissenschaftlerInnen da reinbekommen. Also, dass wir vielleicht auch versuchen, die Universitäten anzusprechen. Die müssen ja auch langsam in der Kategorie aufholen bzw. ihr Curriculum anpassen. Und da können wir natürlich auch Hilfestellung leisten. Und das ist auch so ein bisschen natürlich auch unsere Mission, frühzeitig die Wissenschaftlerinnen ranzubekommen. Und was macht jetzt konkret den Hauptteil eurer Arbeit aus? Ist es das oder also die Awareness zu schaffen, die Community einzubinden oder erstmal die Strukturen zu schaffen? Wo seid ihr gerade dran? Was ist das, was euch am meisten bewegt? Alles. Ja, okay. Also, hochmotiviert. Barbara hat das schon gesagt. Wir sind ja also 10 Partnerinstitutionen plus 50 sogenannte Participants, also relativ großer Haufen. Und da wird natürlich auch an sehr vielen unterschiedlichen Themen gearbeitet. Und das ist von Etablierung oder Diskussion erstmal von verschiedenen Standards bis hin zur technischen Implementierung von Workflows, bis hin zur Programmierung von Software dafür. Aber auch tatsächlich das Zusammentragen von Good Practices, von Herangehensweisen und das dann an die Leute herantragen. Also das ist alles Sachen, die parallel laufen, die natürlich auch eng miteinander verzahnt sind. Auch wieder natürlich auch in Abstimmung mit den anderen Konsortien über die sogenannte Sektionen, die solche Cross-Cutting, also Querschnittsthemen entsprechend adressieren. Das läuft alles parallel mit gewissen Abhängigkeiten. Und von daher zu allen, ja, machen wir es sozusagen. Okay. Super. Und wie kommt jetzt die Botschaft an die Communities? Könnt ihr auch Menschen adressieren, die nicht in der engen Community sind, also auch darüber hinaus? Gute Frage. Also unsere Community sind ja alle WissenschaftlerInnen, die mit der Mikrobiologie in Berührung kommen und mit allem, was da so zugehört. Das ist ein sehr großes, weites Feld. Und natürlich versuchen wir alle zu adressieren, das ist möglich auf unterschiedlichen Wegen. Wir machen ja bei verschiedenen Events mit, die NFDI-übergreifend auch sind zum Beispiel, aber auch viele nationale Events. Auf Konferenzen sind wir präsent, wir geben unterschiedliche Talks bei verschiedenen Veranstaltungen, wir haben unsere Internetpräsenz, wir haben unser Botschafterprogramm, wo wir junge WissenschaftlerInnen einladen, teilzunehmen. Sie kriegen dann regelmäßig, haben wir einen sogenannten Coffee Talk, wo wir versuchen, über Themen aufzuklären, informieren, ins bilaterale Gespräch auch zu gehen mit unserer Community, um Feedback zu bekommen und zu verstehen, was sind die Bedürfnisse, auf welchem Stand ist die Community und was wollen sie, damit wir darauf eingehen können. Also das ist, wir versuchen es auf vielen verschiedenen Ebenen und dann eben auch die Universitäten anzusprechen und die Fachbereiche, dass die wissen, dass wir da sind und mit ihnen interagieren wollen. Ja. Würdest du noch was ergänzen? Ich denke, das ist auf jeden Fall dieses breite Spektrum an Personen, die adressiert werden, wie du gerade sagtest. Und das ist auch tatsächlich die harte Arbeit, die Leute, wie gesagt, zu motivieren. Klar kommt jetzt ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche. Wir versuchen natürlich den Leuten einerseits zu sagen, okay, die DFG fordert das jetzt ein, aus gutem Grund. Aber letztendlich wollen wir auch zeigen, dass es damit einfacher für die Leute selber wird. Dass sie halt nicht, okay, wo habe ich denn meine Daten, auf welcher USB-Festplatte, in welchem Schreibtisch habe ich das abgelegt, sondern dass das für die besser wird. Und diese Lösung in die Hand zu geben, das ist primär unser Ziel. Und dazu muss man die Leute natürlich erstmal sprechen können und mit ihnen das diskutieren können. Und Ziel ist es dann natürlich eigentlich die Übersetzung von Daten in Ergebnisse, in Outcomes, in wirklich neue Einsichten, in neue
ja, Sachen, die die Welt besser machen. Diese Übersetzung, die wollen wir erleichtern. Und klar, dafür brauchen wir erst die Tools und auch die Lösung parat. Und das ist so sozusagen das, was miteinander verzahnt ist. Dass wenn wir sagen, okay, ihr macht euer Datenmanagement mit uns, ihr macht euer Leben dadurch besser und einfacher und eure Forschung besser und effizienter. Wenn wir dahin kommen und das kommunizieren können und Leute das nutzen, dann ist das sicher auch so ein bisschen Word of Mouth. Aber wir sind noch sehr am Anfang, muss man ganz klar sagen. Und meine Frage, die sich dann anschließt, ist, ist das schon in der Universität, in der Lehre schon verankert oder ist das auch noch ein Weg dahin, das vorzubereiten? Das ist ein langer, langer Weg dahin. Letztendlich gehen wir sozusagen top-down in einer gewissen Weise, dass wir erstmal die Leute adressieren, die schon in der Forschung drinstehen. Also Jungforschende, haben wir ja gesagt, also Promovierende oder Postdocs. Aber es ist ganz, ganz klar, und das ist auch innerhalb der NFDI und dieser Sektion zu Education and Training, auch ganz klar, dass wir viel, viel früher anfangen müssen. Wenn die Leute aus ihrem Studium in die Promotion fallen und dann erst damit in Kontakt kommen, ist es eigentlich zu spät. Es muss also ins Curriculum. Es muss ins Curriculum, ganz genau. Mhm. Okay, kommen wir nochmal zurück auf den Anfang. Du hast erzählt auch von deiner Arbeit. Wie hat sich jetzt deine eigene Promotion verändert durch die Arbeit an dem Projekt NFDI for Microbiota und mit dem dezidierten Umgang mit Forschungsdatenmanagement? Ja, also mir wurden teilweise da sehr die Augen geöffnet und ich habe einen anderen Blickwinkel drauf bekommen und habe jetzt, ich arbeite ja nebenher noch an meiner Dissertation und auch habe noch Ergebnisse, die ich auswerten muss. Und da habe ich dann mal versucht, einen anderen Blickwinkel drauf zu werfen und geguckt, ob es vielleicht Datenbanken gibt, die ich benutzen kann. Weil im Moment, ich habe halt so spezielle Daten. Ich gehe durch Paper durch und suche mir die Daten raus und mache mir meine eigene Datenbank zu Hause am Computer. Aber ich habe immer wieder geguckt, ob es vielleicht eine Datenbank gibt, die dazu passen würde. Aber sowas gibt es scheinbar meines Wissens nach nicht für meine Daten. Und aber einfach... ich erlerne ja, wie viele Datenbanken es gibt und wo ich vielleicht dann meine Daten mal veröffentlichen kann und wie ich die anpassen muss bzw. ergänzen muss mit Metadaten, damit sie in Datenbanken passen. Und das ist schon sehr spannend. Das also gibt mir auch, glaube ich, für die Zukunft sehr viel mit und für mein zukünftiges Arbeiten, wie man an so Probleme rangeht, wie erhebt man Daten, welche Daten brauche ich und so. Das ist schon sehr viel wert und das, durch meine eigene Erfahrung, glaube ich, habe ich dann auch diesen Anspruch, dass ich eben auch denke, das muss im Studium schon vermittelt werden, weil wenn man einmal in der Promotion drin ist, dann hat man den Kopf so voll mit so vielen anderen Sachen, dass man da auch nicht sich noch mal neu einlesen. Das ist ja ein sehr breites Feld und es gibt so viele Möglichkeiten. Das ist schon gut, wenn es da durch die DFG diesen Datenmanagementplan vorher, dass der angefordert wird mit den Projekten, dass eine gute Grundlage ist für die Forschenden, bessere Arbeit zu leisten. Wie schätzt du, Konrad, die Bereitschaft, die Daten wirklich zu teilen inzwischen ein? Das ist sehr unterschiedlich, würde ich sagen. Mittlerweile erwarten auch viele Journale, was heißt erwarten, also fordern viele Journale auch, dass Daten veröffentlicht werden. Das ist eine gute Praxis. Das ist auch im Sinne von den AutorInnen. Das ist denen nur nicht immer ganz klar. Klar, man denkt sich so, okay, ich habe diese Daten generiert, ich möchte jetzt möglichst viel damit machen, aber es ist im eigenen Sinne, die Sachen zu publizieren, damit man eigentlich auch ein gutes Standing hat, damit Leute sagen können, okay, dieses Paper behauptet das und was sagen denn die Daten wirklich dazu? Und dann ist das eigentlich eine essentielle Grundlage auch für gute wissenschaftliche Praxis, das bereitzustellen. Natürlich ist das noch nicht überall ausreichend angekommen. Das ist dieser kulturelle Wandel, von dem wir sprachen, der auch durchdrungen werden muss. Es wäre auch schön, wenn wir dann unser Incentive-System verbessern. Das heißt, dass wenn man gute Daten generiert, da auch irgendwie ein Benefit davon bekommt im Nachhinein. Das ist schwierig zu implementieren, aber das wäre wünschenswert. Ich denke aber schon, dass mehr und mehr Leute langsam sehen, okay, ich packe meine Daten raus. Ich habe sie dadurch auch nicht nur bei mir lokal und wenn meine USB-Festplatte kaputt geht, ist das alles weg, sondern ich hab auch ein Backup für mich sozusagen. Aber ich denke, das ist Teil dieses etwas zähen Prozesses, Leute darauf hinzukriegen, dieses Bewusstsein zu haben, dass Datenteilen gut und essentiell ist. Und welche Benefits kommuniziert ihr jetzt konkret an die Community zum Datenteilen oder ist das noch kein Thema für euch in der Kommunikation? Es ist, glaube ich, jetzt gerade noch nicht so ein großes Thema, aber da wir vor allen Dingen 2023 viel auch um das Thema Community Engagement geht, dass wir mehr Interaktion mit der Community haben, werden wir das auf jeden Fall, denke ich, adressieren, dass die Benefits halt überwiegen. Nicht nur im Sinne von guter wissenschaftlicher Praxis, die ja auch beinhaltet, dass man Ergebnisse vergleicht. Und das heißt, wenn wir Daten von anderen haben, die wir dann mit unseren eigenen Daten vergleichen können und sehen können, okay, wo sind vielleicht auch Unterschiede? Manchmal gibt es ja kleine Unterschiede in Datensätzen, die dann riesen
Effekt haben oder halt um neue Daten zu generieren, indem wir Daten zusammenfügen, was Konrad ja auch schon erklärt hatte kurz. Die Benefits sind halt also überwiegend und das ist ja auch praktisch für mich, wenn ich jetzt zum Beispiel für meine Promotion was suche und dann finde ich Daten und jemand hat schon mal was veröffentlicht dazu und ich kann dann daraus Schlüsse ziehen für meine Arbeit oder andere Daten generieren, die daran angelehnt sind, muss die Arbeit aber nicht neu machen. Also ich muss das Rad ja nicht neu erfinden, wenn die schon da sind. Das ist natürlich ein unglaublicher Vorteil für alle WissenschaftlerInnen, nicht nur für mich. Was hast du dir denn für die Zukunft so ganz besonders auf die Fahnen geschrieben? Wir haben viele, viele Sachen noch natürlich zu tun für uns. Wir haben natürlich jetzt erstmal auf nationaler Ebene gearbeitet, das Ganze aufzubauen, das Konsortium selber, die Interaktion auch mit den anderen Konsortien, die Sektionsarbeit. Und was wir jetzt auch weiter angehen, ist einerseits der Outreach, der natürlich sehr, sehr wichtig ist, jetzt wo wir die ersten Lösungen auch haben, das weiter in die Community reinzutragen. Das ist für 2023 jetzt ganz klar am Start. Aber auch der internationale Austausch. Man muss sich vor Augen halten, NFDI, das N steht für national, aber das ist die Finanzierung in einer gewissen Weise. Forschung findet nie irgendwie auf nationalen Level statt. Das ist immer vernetzt, das ist immer global. Und auch die Infrastrukturen, die die Lösung generieren, sind über den ganzen Globus verteilt. Und da haben wir auch Kooperationspartner in verschiedenen Ländern, mit denen wir das entsprechend dann machen. Und diese Institutionen sind im Austausch mit uns oder wir mit denen. Und da wollen wir natürlich gemeinsame Lösungen generieren, nicht das Rad neu erfinden, ganz im Gegenteil, sondern einfach nach Synergien schauen und versuchen, das gemeinsam zu gestalten. Ja, ganz herzlichen Dank an euch beide für eure Insights heute. Und man sieht, wir brauchen solche Infrastruktureinrichtungen wie ZBMed und die Partner dazu. Ja, ganz herzlichen Dank an Sie fürs Zuschauen. Bitte abonnieren Sie gerne unseren Kanal und gucken Sie in die Infobox. Da haben wir noch weitere Infos verlinkt, die hier auch genannt wurden.